Und zwar steckt die in dem folgenden Satz oder in dem folgenden Lemma. So, und das besagt, ist L1 reduziert auf L2 und ist L1 unentscheidbar, so ist auch L2 unentscheidbar. Die Idee, die dahinter steckt, ist, L1 ist ein bekanntermaßen unentscheidbares Problem. Ja? Also L1 ist unentscheidbar. Und dann führen wir im Prinzip einen Widerspruchsbeweis, dass wir sagen, so, wenn wir denn voraussetzen oder wenn wir denn annehmen, dass die Sprache L2 entscheidbar ist, ja, dass wir dann über dieses Reduktionsprinzip dann letztendlich auch nachweisen können, dass dann auch L1 entscheidbar ist. Und dann kommen wir sozusagen auf den Widerspruch. Das steckt in diesem Lemma. Das will ich Ihnen kurz zeigen, warum das so ist. Ja, und damit können wir dann gleich den Beweis führen, dass wir sagen, so, wir haben jetzt unser spezielles Halteproblem als unentscheidbar einmal nachgewiesen. Und dann gucken wir uns gleich noch zwei weitere Fragestellungen an, zwei weitere Varianten des Halteproblems, unter anderem auch das allgemeine Halteproblem, wo wir dann genau dieses Reduktionsprinzip anwenden werden, um die Unentscheidbarkeit dieses Halteproblems nachzuweisen. Und die eigentliche Idee steckt eigentlich in diesem Lemma drin. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Also, auch das wollen wir beweisen. Annahme. L2 ist entscheidbar, weil das ist ja das, was wir letztendlich zeigen wollen, nämlich die Unentscheidbarkeit von L2. Wir nehmen das Gegenteil der nachzuweisenden Aussage an. Ja, und dann rechnen wir einfach mal los. So, was heißt das, wenn L2 entscheidbar ist? Dann gibt es erstmal eine Turing-Maschine, nennen wir die mal M2, die diese Sprache L2 entscheidet. So, wenn wir wissen, dass L1 auf L2 reduziert werden kann, also genau dieser Sachverhalt hier, ja, das ist ja auch Voraussetzung. Ja, ist L1 reduziert auf, oder lässt sich L1 auf L2 reduzieren? Das heißt, wegen dieses Sachverhaltes, L1 reduzierbar auf L2, gibt es eine berechenbare Funktion f von n nach n mit dem folgenden, mit der folgenden Eigenschaft, dass wenn n Element von der einen Sprache L1 ist, ja, dass das genau dann der Fall ist, wenn f angewendet auf n ein Element von L2 ist für alle n. Wenn es eine berechenbare Funktion f gibt, dann gibt es auch eine Turing-Maschine, die diese Funktion berechnet. Ja, das ist die Eigenschaft, berechenbar zu sein. Also, dann gibt es eine Turing-Maschine, die nennen wir jetzt mal M und ein f, eine Turing-Maschine M und ein f, welche f berechnet, die also das n nimmt und daraus das f von n macht. Mit diesen beiden Hilfsmitteln konstruieren wir jetzt eine Maschine, die dann L1 entscheidet. Ja? Und das ist dann sozusagen der Widerspruch, weil das ist ja nachgewiesenermaßen unentscheidbar und daraus können wir dann schließen, dass unsere ursprüngliche Annahme L2 ist entscheidbar falsch war. So, jetzt konstruieren wir eine weitere Maschine, die nennen wir natürlich jetzt M und ein 1, weil das soll die Maschine sein, die jetzt die Sprache L1 entscheidet. Und zwar formulieren wir die so. M1 ist einfach die Hintereinanderausführung dieser beiden Maschinen, die wir da eben hatten. Nämlich erst die Maschine, die die Funktion f berechnet und dann die Maschine, die die Sprache L2 entscheidet. Ja, von der wir ja annehmen, dass es die gibt. So, was passiert dann? M1 hält bei Eingabe n mit der Antwort ja. Ja, genau dann, wenn f von n in L2 ist. Ja, warum ist das so? Ja, weil wir das n, das stecken wir da rein, das n wird durch die Maschine mf umgewandelt in f von n. Ja, und M2 entscheidet ja die Sprache L2, ja, und die liefert also ein Ja oder ein Nein. Und die liefert ein Ja genau dann, in den Fällen, wo die Eingabe in der Sprache drin liegt. Ja, und das ist genau dann der Fall, wenn f von n hier in L2 ist. So, und M2, was macht die, Entschuldigung, M1, hält bei Eingabe n mit der Konfiguration nein. Ja, genau, falls f von n kein Element aus L2 ist. Ja, und das gilt ja gerade genau dann, wenn... Das ist sozusagen die Voraussetzung dieser Reduktion, genau dann, wenn n in L1 liegt. Ja, das haben wir ja hier oben, das ist ja der,
Die Folge aus der Reduktion von L1 auf L2, ja, dass dieses f von n in L2 genau dann gilt, wenn n in L1 ist. Das heißt, wir haben eine Maschine, M1, für alle n aus L1 liefert die gerade ein Ja. Und das hier unten gilt ja genau dann, wenn n kein Element aus L1 ist. Also insgesamt haben wir damit eine Maschine konstruiert, die die Sprache L1 entscheidet. So, und das war nach Voraussetzung nicht entscheidbar. Das heißt, da haben wir einen Widerspruch. Das steht im Widerspruch zur Eingangsvoraussetzung. Ja, und daraus können wir folgern, dass L2, weil wir hatten dieses Jahr jetzt sozusagen hergeleitet unter der Voraussetzung oder unter der Annahme, dass L2 entscheidbar ist. Ja, das ist ein Widerspruch, also L2 ist ebenfalls unentscheidbar. So, das ist jetzt sozusagen das wesentliche Argument, was wir jetzt gleich anwenden werden, um dann zu zeigen, dass auch andere Probleme unentscheidbar sind. Dieses Reduktionsprinzip. Ja, also Idee ist immer, dass man quasi einen Widerspruch, man hat ein Problem, was bekanntermaßen unentscheidbar ist und folgert dann daraus die Unentscheidbarkeit eines weiteren Problems.